Die humanistische Kinderkrippe in Mögeldorf existiert seit 2007. Wir arbeiten hier nach dem humanistischen Leitbild, das heißt, wir verzichten auf moralische und religiöse Instanzen. Wir betreuen hier 24 Kinder im Alter von 7 Monaten bis 3 Jahren, aufgeteilt in 2 Gruppen. Es sollte mehr Einrichtungen geben wie das Humanistische Haus für Kinder, nicht nur aufgrund der wahnsinnig tollen pädagogischen Konzepte, die hier verfolgt werden, sondern auch, um es anderen Müttern möglich zu machen, arbeiten zu können. Wir bieten unseren Kindern viel Freiraum, dass sie möglichst viel und lange und intensiv spielen können. Denn wir halten das Freispiel für sehr, sehr wichtig. Ich koche Nudeln mit Soße. Ich muss Soße. Kartoffeln machen. Also ich finde es sehr gut, dass die Kinder alle zusammen sind und miteinander spielen, weil sie eben voneinander viel lernen und auch das soziale Miteinander lernen. Vor allem unsere naturbetonte Lage hier in der Nähe von der Pegnitz ermöglicht uns viele Ausflüge. Wir gehen an der Pegnitz entlang spazieren und beobachten die Enten. Wir besuchen andere Spielplätze in der Gegend. Wir fahren aber auch mit dem Bus in den Tiergarten. Sascha, wo geht ihr jetzt hin? Wo fahren wir hin? Im Tiergarten. Komm, Lukas, keine Angst. Das ist warm, ne? Die liegt da oben in den Steinen und schläft noch. Seht ihr den? Und da sitzt auch eine. Frühstück, Mittagessen, Vesper und alle Zwischenmahlzeiten sind bei uns in Bioqualität. Das Mittagessen wird von einem Caterer geliefert. Frühstück und Vesper bereiten wir selber vor mit den Kindern zusammen. Das mit auf den Punkt.